Guten Morgen nochmals. Nach der Arbeit am Michaelbrief werden wir jetzt die erste Eingangsrede dieser Tagung halten. Das geht vom Einzelnen zur Gesellschaft, eine ganzheitliche Perspektive des Klimawandels. Die beiden Sprecher sind Lynn Bautze und Adrian Müller. Sie sind beides Wissenschaftler, die arbeiten zusammen für eine große Studie. Lynn Bautze arbeitet an der landwirtschaftlichen Sektion am Goetheanum und ihr Projekt heißt Living Farms. Und sie wird aus dieser Forschung einiges bringen. Das, was sie unter diesem Titel da herausziehen kann. Und Adrian Müller forscht an der FIBL, das ist die biologische Forschungsstelle in der Schweiz, und ist Mitautor der Studie, kann die biologische Landwirtschaft die Welt ernähren. Und da kommen wir, das, was wir haben als Forschung, also in wirtschaftlichen, also auf wirtschaftlichen Ebene geht es über in die soziale Gesellschaft. Und darum geht es, und wir freuen uns auf euren Beitrag. Danke, dass ihr hier seid. Und jetzt könnt ihr ja den Beitrag da geben. Wir sind hier, um den Klimawandel anzuschauen, insofern es die Landwirtschaft betrifft. Der Klimawandel ist komplex, ist sehr herausfordernd und sehr, sehr geheimnisvoll. Dieses Thema entscheidet über unsere Gesellschaft und die Weiterentwicklung in der Menschheit. Und ich bin fasziniert von den globalen Herausforderungen und wie wir die überwinden können als Gesellschaft, sowohl in meiner professionellen und persönlichen Aufmerksamkeit hat das in Angriff genommen. Wie ist die Forschung gegangen? Wie hat die Politik entweder die Ergebnisse ignoriert oder aufgenommen? Und wie in den letzten Jahren diese Wahrnehmungen sich geändert haben? Die ganze Zeit hat sich der Druck auf die Wälder, auf die landwirtschaftlichen Systeme und die Infrastrukturen immer zugenommen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir sind in der Atmosphäre verbunden, das Klima verbunden und unsere Gesellschaft. In den letzten Jahren haben wir sehr viel unternommen oder gemacht, um diese Ressourcen zu zerstören, von denen wir abhängig sind. Wir haben unsere Landwirtschaft zerstört, die Biodiversität gefährdet und unsere Gewässer und Atmosphäre verschmutzt. Und wir wissen, dass wir die Ressourcen für das ganze Jahr schon im Sommer verbraucht werden. Und mehr als je sind wir mit der Natur verbunden, miteinander vernetzt, und das Verhältnis zwischen der menschlichen Gesellschaft und der Natur nicht mehr gesund ist. Diese materialistische Gedankenwelt hat herausgefordert unsere Perspektive und verlangt, dass wir eine gemeinsame Verantwortung tragen dafür. Es muss gehen von
vom Individualismus in eine Kollaboration mit anderen Menschen, dass wir aus dem freien Willen handeln, aber wir denken und fühlen global gleichzeitig. Wir versuchen einzubeziehen, nicht nur wir selber, sondern die ganze Welt in unseren individuellen Gedanken. Jetzt werden wir präsentieren, wie dieses ganzheitliche Denken entwickelt werden kann für den landwirtschaftlichen Sektor. Wir haben ein System, wo die Emissionen der Landwirtschaft nicht wirklich das, was die ganze Gesellschaft macht, repräsentiert. Viele dieser Emissionen kommen von der Tierhaltung, aber es gibt auch andere Emissionen, die aus der landwirtschaftlichen Praktik entstehen. Jetzt werde ich dem Adrian, meinem Kollegen, das Wort übergeben. In den nächsten Minuten werde ich das reduktionistische mit der Politik verbinden, mit den Diskussionen, die heute stattfinden. Jetzt fangen wir aber an mit den individuellen Daten. Also ich kann auf diesem kleinen Bildschirm nicht sehen, was da geschrieben steht. Ich werde da also einfach nur übersetzen, was er sagt. Was ihr dort auf der Grafik seht, ich wollte die Emissionen zeigen aus der Landwirtschaft, die von den gedüngten Böden und von der Tierhaltung, vor allen Dingen den Wiederkäuer auf der landwirtschaftlichen Ebene. Und was wichtig ist, dass es nichts ausmacht, ob wir mit Kunstdünger oder mit Kompost oder mit Mistdüngen, das gibt Emotionen aus. Solange wir Tierhaltung haben und Wiederkäuer, dann werden wir diese Emissionen haben. Ich sage das mit Nachdruck, weil wir das global anschauen müssen, weil Emissionen kommen auch von der Kunstdüngungsproduktion global und auch Emissionen der Maschinen, die auf dem Hof benutzt werden. Und die Biomasseverbrennung, die sehr giftig sein kann. Und wenn man diese Emissionen hat, dann hat man auch die ganze Art, wie man das Land braucht, das ändert sich, es wird entwickelt und so weiter. Und auf der gleichen Ebene ist ja, wir haben da also dieses Bild der Emissionen. Da haben wir das von den Wiederkäuer und dann auch die Änderungen in der Art, wie das Land gebraucht wird, ob für Gebauten oder was es auch ist in der Landwirtschaft. Hier schauen wir, was wir machen können. Global können wir reduzieren die Düngung. Und das ist etwas über die letzten Jahrzehnte. Da haben wir die Wiederkäuer hauptsächlich. Die können wir reduzieren, also die Anzahl. Und das betrifft das System.
Also dass man nicht für die Tierhaltung Boden braucht, der für andere Ernten gebraucht werden könnte. Und dann ist die Frage der Kohle im Boden, der Kohlenstoff. Und da ist ein großes Potenzial. Die letzte Frage. Das ist die Idee der Zirkularität im Nahrungssystem, dass man die Emissionen der Landwirtschaft das überlegen muss, wie produziert man, wenn man jetzt die Wiederkäuer anschaut. Die haben eine Rolle zu spielen im ganzen Nährungssystem, indem wir eben das Essen produzieren. Wenn wir diesen Kreislauf der Nahrungsmittel anschauen, wo dass wir so viele Nahrungsmittel recyceln, wie man kann, und wenn das dann eben, wenn die beiden sich ergänzen, dass das wieder in den Boden kommt, dann haben wir etwas, was dann ökofreundlich ist. Das ist eine erste Tafel, wie man sehen kann, wie eine Milderung da entstehen kann. Ich will dann auch, das ist jetzt für Europa gedacht, und da haben wir ein großes Potenzial, die Emissionen zu reduzieren über die Jahre durch die Kohlenbindung im Boden. Und auch eine Reduzierung der Stickstoff Gebrauch. Da haben wir etwa 20% am Ende. Weil man eben diese Kohlenstoffbindung nicht beliebig ausweiten kann. Global. Aus den globalen Studien ist es sehr eingeschränkt. Die Konzentrate, die man füttert, Futterkonzentrate, dass die monogastrischen Tiere, die Schweine und die Nebenprodukte, die nicht vom Menschen als Ernährung gebraucht werden, das gibt, wenn wir das reduzieren, da können wir bis zu 20% diese Emissionen reduzieren. Wir haben also, wenn wir das aus dem System betrachten, wofür die Tiere brauchen, haben wir ein Potenzial für eine große Reduktion, etwa 20%. Das sind aber jetzt nur Visionen, das sind jetzt nicht Realitäten. Das sind quantifizierte Grundlagen, worüber wir diskutieren können, wie die Zukunft aussehen könnte, aber nicht was dann, also die Alternativen, die dann entstehen können. Es ist die Kohlenstoffbindung sehr wichtig auch in der biologisch dynamischen Landwirtschaft. Kohlenstoffbindung, da haben wir da eben diese Ebene des Kohlenstoffs im Boden und durch besseres Management, das kann nicht beliebig gehoben werden. Man kann eine gute Ebene erreichen. Und das sollte dann eben ein nachhaltiges System erzeugen. Man darf das aber nicht übertreiben, was damit möglich ist.
Das sind die Daten, die wir jetzt haben über die Kohlenstoffbindung im Boden. Wenn man diese Zahlen anschaut, da haben wir etwa eine halbe Tonne Kohlenstoff, die wir da einbinden können. Aber die Biomasse, die von außen kommt, und wenn wir aber die geschlossenen Systeme anschauen, da ist die Bindungsrate da müssen wir aus diesem einfach diese Planung überwinden, die wir mal haben, diese Idee. Wir müssten einfach wissen, in welchem Rahmen des Systems wir da arbeiten, dass wir einen zirkularen Ansatz haben. Und das illustriert das. Ist es ein geschlossenes System? Oder importieren wir Biomasse für einen gewissen Bereich und das dann anderswo verlieren? Jetzt möchte ich ein chemisches Bild da zeigen. Das heißt, wie messen wir unseren Erfolg in Bezug auf den Klimawandel? Ihr könnt das ganze Fußabdruck-Metrik, kennt ihr sie vielleicht, die verschiedenen Produkte. Da seht ihr die tierischen Produkte, die haben große Emissionen, die pflanzlichen weniger. Und die Wiederkäuer, das ist immer am schlimmsten. Und das ist die reduktionierte Bild. Das ist also nicht die Lebensanalyse, das Hühnerfleisch oder sowas, aber das ist eine Kalkulation des ganzen Nahrungssystems, das globale. Da haben wir diese direkte Linie, wo wir die konventionelle System haben, das blaue. Und das ist auch die Frage des Abfalls, der sehr groß ist. Und dann ist die Konzentrate, von denen wir vorher gesprochen haben. Da haben wir dann das Gelbe. Und das ist aus dem Biologischen. Also, dass wir die Ernterotation haben und so weiter. Da haben wir organische Systeme. Wir können die haben. Und diese können auch weniger Emissionen erreichen als die konventionellen. Und ganzheitlich kann das dann durchgezogen werden. Da haben wir potenziell sehr viele Wiederkäuer im System, denn wir brauchen die. Ja, vor allen Dingen werden sie eben für die verschiedenen Weiden, für die Düngung der verschiedenen Weiden gebraucht. Und da können wir sehen, was die übergreifenden Emissionen haben und was sind die Emissionen für jedes Produkt. Wenn man aber zu viel Produktion hat, dann werden immer noch zu große Emissionen erzeugt. Das ist da also, wenn wir das ganzheitlich betrachten, wird es ein optimiertes System. Wir müssen aber das ganze System verkleinern.
Und da müssen wir auch den Abfall betrachten. Wenn man eben den Nahrungsabfall reduzieren, das ist der beste Weg, auch eben diese Emissionen zu reduzieren. Da müssen wir auch zum Beispiel das Kontrastfutter, das Tierfutter, das ist sehr, sehr divers. Jetzt reden wir aber nicht über die ethischen Fragen der Tierhaltung, aber einfach vom agronomischen. Da wissen wir einfach, dass wir zu viel Tierfutter erzeugen. Dass der organische Kohlenstoff, wo wird das wird es für jedes Feld, für jeden Hof, für Regionen oder nationale oder globale Ebene angeschaut? Und es macht einen großen Unterschied, wenn man es einfach pro Feld oder pro Hof oder für die ganze Landschaft in einer Region betrachten. Das gibt uns aber auch eine gewisse Flexibilität, dass Bauern auf einer Ebene das gut machen, aber auf anderer Ebene vielleicht nicht so. Auf der Landschaftsebene Denn die Landschaftsebene, die ja, wir sollten uns konzentrieren auf das, was in der ganzen Landschaft passiert um uns und nicht nur im einzelnen Hof oder auf einem einzelnen Feld. Was dazu kommt, wenn man das anschaut, da kann man sagen, der eine Hof kann besser hier sein, auf der anderen Seite. Und dann kann man eben so ein bisschen verhandeln über die Treibhausgase-Reduzierung, dass das hier besser, mehr Erfolg hat, hier weniger. Und da ist es wichtig, dass man vom physischen Standpunkt man muss dann auch schauen, vom gesellschaftlichen, ethischen Standpunkt sind vielleicht diese Maßnahmen nicht so gut. Da muss man also wirklich verhandeln, was ist für unsere Region, für unsere Gesellschaft am besten. Denn alle diese Maßnahmen, die betreffen eben auch die ethische Situation. Also man muss sich aber auch dem Klimawandel anpassen. Das ist eins der wichtigsten Dinge, ist mehr als alles andere. Alles, was wir jetzt wissen über die Anpassung an den Klimawandel es ist sehr komplex, was ich hier sagen will, dass wir aber sehen müssen. Also die Agrobewaldung, dass man die Biodiversität, die Fruchtbarkeit der Erde unterstützt. Wenn wir nicht so viel produzieren müssen, weniger Tiere haben, dann wird eben diese ganze Anpassung etwas einfacher. Was wir da sehen können, ist, dass die Systeme, die auf die Diversität schauen, kann sehr produktiv sein in den Erträgnissen, aber in der biologischen Landwirtschaft ist es nicht ganz so nachhaltig wie in der konventionellen. Da müsste man dann
auch anschauen, dass wir wirklich die Biodiversität in unseren Systemen anschauen, also in den verschiedenen Ernten, dass das da auf die Diversität fokussiert wird. Jetzt komme ich auf die Herausforderungen in den Systemen. Wo wir eben weniger Abfall haben, weniger Tiere, wo wir aber auch den Diät sehr verändern müssen. Und wir schauen jetzt die Frage des Diäts an, wo wir von 40% auf etwa 10% gehen. Wo eben den Fleischkonsum sehr reduziert wird. Und wir können nicht einfach über die Milderung des Klimawandels in der Landwirtschaft sprechen, wenn wir nicht auch das ganze Nahrungssystem und den Konsum anschauen. Jetzt den Stickstoffverbrauch und das Vorhandensein. Wenn wir den Kunstdünger abschaffen, dann müssen wir die Düngung und die Produkte am selben Ort produzieren. Wenn wir das zirkular anschauen und nicht, dass wir das immer importieren müssen, dann ist das eine große Herausforderung, dass wir genügend für das System genügend Düngungsstoffe haben. Und da sieht man eben auch, dass der Stickstoff in ein Defizit kommt. Und da im biologischen System, da muss man beachten, dass immer dass genügend Stickstoff eben da ist. Man muss es immer im Auge behalten in der biologischen Produktion, dass da kein Defizit entsteht. Dann auch der Pflanzenschutz. Da gibt es eine Hypothese, dass die gegenwärtigen biologischen Systeme da gut sind, weil sie eben im ganzen Kontext der konventionellen Landwirtschaft eingebettet sind. Es gibt da unterschiedliche Studien und Meinungen. Wenn wir das jetzt erweitern, das Biologische, also wir sind eigentlich für den Pflanzenschutz auch davon abhängig, dass das von der konventionellen Landwirtschaft eben auf ihre Art angewendet wird. Und da muss man eben große Versuche machen, in großen Regionen, dass das wirklich die biologische Pflanzenschutz wirksam ist und nicht nur eben im Rahmen des ganzen Konventionellen existieren kann. Da muss man auch sehr viel Bildung und so weiter machen für die Bauern und in den verschiedenen landwirtschaftlichen Ansätze. Im Mainstream haben wir das Potenzial, ja, dass eben die verschiedenen Möglichkeiten in der Bildung der Bauern angesprochen werden. Jetzt schauen wir mal die Herausforderungen an. Das geht zurück auf die auf den Hof und auf die ganze Landschaftsebene. Das gibt uns eine große Flexibilität, wenn wir
für eine Landschaft und eine Region erfolgreich sein wollen. Das heißt nicht, dass jedes Individuum absolut optimal das verwirklichen will, wird. Dass man zum Beispiel einen Hof sehr viel Mist produziert, das kann aber auch dann verteilt werden auf andere Höfe. Dass man kriegt, kann einfach ein größeres Bild, als dass es alles vom Individuum abhängt, dass er alles auf jeder Ebene verwirklicht. Und jetzt das letzte Wort. Wie fangen wir denn an? In dieser ganz grundsätzlichen Transformation des Ganzen. Welche Schritte? Ich habe da nicht eine pauschale Antwort. Das ist aber einige Fragen, die man in Erwägung ziehen kann. Das heißt, was ist die Lebensqualität? Was bedeutet für jeden Einzelnen eine Lebensqualität? Da ist die Nachhaltigkeit wichtig. Man muss da eben eine liberale Gesellschaft anschauen. Jeder Einzelne muss sagen können, was seine Lebensqualität ist. Wir müssen lernen, wie wir liberal sein können, innerhalb diesen Grenzen, die wir da setzen müssen für den ganzen Wandel. Im Kontext des biologischen und biodynamischen Landwirtschaft muss man in Kauf nehmen, müssen wir uns auf natürliche Weise ernähren? Und wechseln auf Laborfleisch und so weiter. Und wir müssen auch natürlich die Menschen erreichen, die sich gar nicht interessieren für Nahrung und Landwirtschaft. Und meine Auffassung ist, dass der Großteil der Gesellschaft sich für diese Fragen gar nicht interessiert. Das brauchen sie aber auch nicht unbedingt, damit sie ein gutes Leben haben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir die irgendwie an Bord bringen, damit wir diesen Schritt nehmen können, dass wir nicht nur mit denen reden, die ganze Problematik schon verstehen und da Lösungen finden, sondern wir müssen auch diejenigen mit einbeziehen, die sich nicht für Nahrung und Essen und so weiter interessieren, Landwirtschaft. Jetzt kann ich hier weitergehen und wir haben jetzt gesehen, dass wir eine größere Perspektive brauchen als das landwirtschaftliche System, sondern das ganze Nahrungssystem muss im Bild bleiben. Und wir haben gesehen, dass wir viele, viele Fragen gleichzeitig angehen müssen. Wir müssen eine große Reduzierung der Treibhausgasemissionen erzielen. Und wir müssen alle Praktiken, die da schädlich sind, müssen wir aufheben für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft und für die Landwirtschaft. Eines ist, dass wir eben die biologisch und biologisch-dynamische Landwirtschaft unterstützen, dass wir da, dass wir uns aber auch eben auf den Klimawandel anpassen, dass wir diese Erziehung der Bauern erzielen und das ganze Nahrungssystem ändern. Es gibt viele Lösungen für. Und dadurch, dass wir eben diese biologische Landwirtschaft betreiben, machen wir schon sehr viel. Aber es kann jeder Bauer auf dem eigenen Hof auch viel unternehmen. Und
im Living Farms Projekt haben wir verschiedene Maßnahmen angeschaut, die jeder verwirklichen kann auf dem eigenen Hof. Dass man auch die Ernterotation optimiert, dass man verschiedene Variationen Ernten braucht, man kann auch dann die ganze Bodenbearbeitung anschauen, was für Maschinen, Agrarbewaldungssysteme, wo man eben den Kohlenstoff von der Atmosphäre einbindet. Man kann auch alternative Energiequellen brauchen oder auch also Rassen mit Doppelzweck benutzen. Große Teile der Gesellschaften benutzen nicht diese landwirtschaftlichen Techniken, die wir wissen, sind gut für den Klimawandel. Wir haben von Adrian gehört, sehr wichtig sind, sehr zentral sind eben die Bauern selber. Wir wissen, dass die Lösungen da sind, aber es braucht das Individuum, der individuelle Bauer oder der individuelle Konsument, der dieses Wissen verwirklicht, umsetzt, damit man wirklich weiterkommen kann und dass wir über diese Situation des Klimawandels hinauswachsen können. Ich empfinde mich als junge Person, aber die größten Lernmöglichkeiten hatte ich für eben, wie man Herausforderungen bewältigt und so weiter. Das habe ich von Bauern gelernt in der ganzen Welt. Ich habe sie angehört, ich hatte die Möglichkeit, ihre Einsichten mir anzuhören. Und für die Gesellschaft und für die Umwelt und von dem, was ich gelernt habe von diesen Bauern, diese Einsichten können von jedem Individuum angewendet werden. Hier die Teilnehmer in der Tagung und auch die sonst in der Welt, ob man jetzt Bauer ist oder einfach Konsument. Und ich möchte diese Einsichten mit euch teilen, um euch zu motivieren, dass wir diese Herausforderungen angehen können. Etwas, was ich von diesen Bauern gelernt habe, das ist die Zeit nehmen, wirklich zu schauen, die Landschaft anschauen, selbst zu reflektieren, über den Hof zu reflektieren, was sieht man, verändert es sich über der Zeit und wenn du es liebst, dann behalte es und sonst verändere es. Wenn du das nicht kannst, dann lass es bleiben. Man muss die Ernterotation anpassen oder vielleicht muss man die Organisation studieren, Strukturen so anpassen, dass sie den eigenen Werten entsprechen. Also, wir müssen all diese Systeme, die Organisation, die menschliche Situation, die Umwelt, müssen wir anpassen, dass sie unseren Werten entsprechen. Das Nächste, was ich von Bauern gelernt habe, wir sind als Bauern immer öfters Pioniere. Wir müssen uns ständig weiterentwickeln und wir müssen auch aus der Komfortzone selber hinausbrechen, damit eine Veränderung stattfinden kann. Wir müssen mit Menschen kommunizieren, die in anderen Regionen leben. Wir schauen darauf, was andere Leute machen, dass wir inspiriert werden, um etwas zu verändern im eigenen System. Und das ist die dritte Lektion, die ich gelernt habe. Also die effektivsten Techniken kamen von einer großen Offenheit
dass man neugierig ist auf das Neue. Man kann hier sehen, das ist eine Gruppe von 5000 Bauern in Kenia, die die biologisch-dynamische Landwirtschaft anwenden wollten. Und die waren einfach neugierig, wie die biodynamische Landwirtschaft für die Macadamia-Nüsse anzuwenden sei. Aber ja, sie wollten das genießen, wie ein Kind auch genießt, etwas Neues zu versuchen. Muss man mutig sein. Wir müssen öfters mal in dieser ganzen Debatte mutig sein, weil wir behandeln da Fragen, die ganz ungewöhnlich für die ganze Gesellschaft sind. Aber wenn man den eigenen Hof anschaut und es Sinn macht, aus dieser erweiterten Perspektive etwas zu ändern im System, biodynamische Bauern sind öfters Pioniere und vielleicht wird das von anderen Bauern in der Umgebung sehr, sehr großen Widerstand erleben. Aber die besten Bauern, biodynamischen Bauern, die halten zu dem, was sie glauben, und aber sie testen die ganze Zeit ihre Methoden, damit sie wirtschaftlich bleiben und so weiter. Und dann, dass man schaut auf eine größere Perspektive, nicht nur für ein Jahr, sondern auf 10 Jahre. Und eine Idee ist, dass wenn ich etwas versuche auf dem Hof, dann mache ich das auf einem kleinen Bodenteil, etwa 10% der Felder. Dass man kommt dann auch in der ganzen auf dem ganzen Hof weiter, aber nimmt nicht den ganzen Hof in Anspruch. Und dann muss man auch kommunizieren und die eigene Geschichte mit anderen teilen. Manchmal sind wir zu schüchtern, die Erfolge zu teilen, oder haben Angst, unser Versagen mitzuteilen. Wir sehen hier ein Bild aus Italien von Weinbauern. Da kam dann eine Gruppe zusammen und haben sich ausgetauscht über die schlimmsten Weine, die sie produziert haben. Und sagten sie, ja, davon können wir lernen und können auch andere Leute inspirieren, ihre Systeme zu verbessern. Und das kann auch motivieren, wie die Konsumenten diesen Wandel in der Gesellschaft, sie können reflektieren über das, was sie eigentlich einnehmen als Essen. Und dann ist es der sechste Punkt, und das ist, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Ich kenne kaum einen Bauer, der keine Unterstützung von einem Netzwerk, von einer Gemeinschaft um sie herum. Und wenn man innerhalb so einer Gemeinschaft oder eine CSA, das ist also eine Stadtwandel, und da kann man eben die Resilienz aufbauen, sowohl wirtschaftlich, aber auch von der sozialen Perspektive. Es macht auch mehr Spaß, zusammen die Sachen zu unternehmen. Das ist eben die Lektion, die ich von den Bauern gelernt habe. Und das kann man auch im täglichen Leben als Individuum, als Teil der sozialen Gesellschaft und in der biologisch-dynamischen Bewegung anwenden. Das kann man nicht sehr einfach sich daran anpassen. Es braucht sehr viel Zeit und Kraft, damit es weitergeht. Aber ich hoffe sehr, dass es sich lohnt, eben eine gesunde Atmosphäre mit gesunden Menschen um uns herum haben und dass die Gesellschaft als Ganzes und als Individuum innerhalb dieser wunderbaren Welt
dass alle, die in diesem Raum und in der ganzen Online-Gesellschaft, die wir haben, dass die eigene Verantwortung aufnehmen, die in dieser Debatte da stattgefunden haben, damit wir wirklich aufatmen können in eine Post-Klimawandelsgesellschaft leben. Das letzte ist ein Experiment. Ich sehe Sie nicht jetzt so, aber stehen Sie doch mal auf. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ein. Denkt über all diese Zahlen und die Fakten, die Sie gesehen haben heute. Und denkt über irgendeine einzige Sache, die ihr jetzt im Moment verändern möchten und im nächsten Tag. Und jetzt atmet diesen Gedanken aus und nehmt einen Schritt in eine bessere Zukunft. Vielen Dank, ihr beide. Ich hoffe, dass alle Teilnehmer auf der ganzen Welt konnten das aufnehmen und haben diesen Schritt genommen in eine neue Realität, wie Sie angeregt haben. Und ich müsste auch sagen, Sie können Ihre Fragen können Sie in den Chat schreiben. Die können zu uns kommen und wir können können die einbeziehen. Das ist immer noch möglich. Wenn Sie für diese Wissenschaftler Fragen haben, dann können die das durch den Chat und das können wir dann in den Austausch mit einbeziehen. Wenn ich dich recht verstanden habe, Adrian, da gehen wir zurück auf Sie, dass wir dieses ganze System anschauen, diesen ganzen Ansatz. Wenn wir ausrechnen können und uns eine mögliche Zukunft vorstellen, wo das Klima nicht zerstört wird, aber sondern geschützt wird, und dann die drei Hauptpunkte, das ist nicht nur eine landwirtschaftliche Frage, sondern des ganzen Systems. Und das sind drei Schlüsselpunkte. Das eine ist biologische Landwirtschaft. Das zweite, weniger Abfall, Essensabfall, Nahrungsabfall. Also in kleineren Systemen, die man überschauen kann. Und vor allen Dingen weniger Fleisch im Diät. Ja, ich würde das ein bisschen anders sagen. Wenn man das nur auf das Klimaproblem sich fokussiert, dann ist weniger Fleisch und Tierprodukte, die biologisch die Landwirtschaft geht, ist nicht maximiert, dass es klimafreundlich ist oder klimaeffizient, sondern das betrifft eine ganze nachhaltige Lebensfrage. Wir müssen nicht nur auf Treibhausgasemissionen uns festlegen, sondern auch die anderen Systeme. Also dass wir einfach die ganzen Landwirtschaft so mit Tieren und Zusammenleben, dass wir nicht einfach einen Indikator verbessern, sondern das ganzheitlich anschauen.
Wir brauchen Systeme, die alle Indikatoren in Kauf nehmen, also Nahrungsabfall und weniger Tiernahrung. Das reduziert das ganze Ernährungssystem. Ja, wo zum Beispiel die Erträgnisse etwas weniger sind. Also das ganze System muss sich verkleinern und das wird dann auch an sich die Klimafrage angehen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir das haben als biologische und biodynamische Systeme, dass die können auch eben für den Klimawandel angepasst werden. Und was ich auch gehört habe in dieser Präsentation, das ist die Landschaft selber und den ganzen Rahmen, dass das helfen wird, eine positive oder neutrale Systeme zu entwickeln. Und das haben wir jetzt nicht in der Politik. Wir haben entweder die nationale Ebene oder wir haben die Ebene des Hofs. Und das geht jetzt einen Schritt weiter. Das müssen wir verändern, wie wir die ganzen Rahmenbedingungen der Politik verändern und wie die effizient werden können und wie wir diese notwendigen Veränderungen motivieren können. Wir müssen verändern, wie wir die ganze Gesellschaft organisieren, die entweder aus einer zu großen oder zu engen Perspektive angeschaut werden. Ich habe noch eine andere Frage gehört, dass die Ernte in biologisch und biodynamischen Systeme nicht dort, wo sie sein sollte. Und man könnte denken, das ist eine weitere Herausforderung, in diese Richtung zu denken. Ich würde aber sagen, in vielen Orten, wo ich war auf der Welt, wo das wirklich angewendet wird und man arbeitet mit den Systemen über 10, 20, 30 Jahre und man passt sich an, da hat man die Probleme, die man in den ersten Jahren hat, nicht. Man erreicht ein Management, wo der Stickstoff wo die Stickstofffrage zusammen mit anderen eben funktionieren. Und ein Punkt, der sehr hilfreich ist, ist die Pflanzenzüchtung. Wir wissen in der Schweiz, dass man wo man die verschiedenen Rassen des Weizens verändert hat, dass es sehr viel an den ganzen Zahlen verändert hat. Also was ich gesagt habe, das sind Mittelwerte des Ganzen. Also ich denke im Moment, dass immer noch die konventionellen Systeme größere Erträgnisse erzielen können, weil man darauf, wobei die biologischen und biodynamischen auf eben die Gesundheit des Bodens, und die ganzheitliche Situation in Kauf nehmen. Es ist auch eben wichtig, dass man da von leben kann, also wirtschaftlich, dass es wirtschaftlich sich rentiert, aber die Mittelwerte,
zeigen, dass wir eben diesen Kluft zwischen den Erträgen einfach schließen können. Dann Lynn, da können wir auf. Ich habe jetzt einige Fragen von dem Publikum. Eine ist, ich nehme die drei zusammen. Wie sollen die Leute ihren Diät ändern? Da könnt ihr darüber nachdenken. Wie können wir das erreichen? Dass die Gesellschaft den Wert der Natur aufnimmt als unumgänglich. Und das Dritte, wie können die Menschen ihren Sinn gegenüber der Welt verändern? Ja, das sind ganz einfache Fragen. Ja, das, was Sie im Living Farms Projekt jetzt gemacht haben, da habt ihr eben diese Schlüsselpunkte ausgearbeitet. Wie kann man dann von diesen Schlüsselentscheidungen, welche haben das Potenzial, die eine wirkliche Veränderung erzielen können? Ich glaube, die Forschung unterstützt mich hier. Das ist, wenn man die 6 oder 7% der Gesellschaft, die eigentlich etwas unternimmt, anschaut, also als biodynamischer Bauer oder ein Konsument, der etwas macht. Also wenn man bis zu 6 oder 7% der Menschen erreicht, die das aufnehmen, dann folgen auch die anderen. Ich habe einige Forschung unternommen, wo viele Bauern, ja, wieso die Bauern nicht klimafreundliche Systeme anwenden. Und die sagen ja, wir brauchen eben so Rollenmodelle, wie man das macht, wie man ein gesundes und nachhaltiges Leben auf einem Hof machen kann. Und wir zeigen das den Bauern, indem wir eben viele Höfe zeigen, wo das angewendet wird und wo die anderen dann schauen können, dass das möglich ist und dadurch, dass sie das selber umsetzen können. Und ich habe eine große Hoffnung, dass wenn wir eben diese 6 bis 7% erreichen werden, dass das auch dann eine große Wirkung hat. Und da müssen auch politische Veränderungen stattfinden. Aber wir werden da eine glücklichere Atmosphäre schaffen können. Also die Frage, wie man die Menschen fragt, ihren Diät zu verändern, da muss man eben die Nahrung anbieten, dort, wo sie sind. Ja, in den letzten Jahren sind die ganzen Bioprodukte nicht nur in Reformhäusern, sondern eben in den Supermärkten sind sie hingekommen. Und da sind sie eben, ist das ein Weg? Das muss man sowohl beim Bauern wie beim Konsumenten entscheiden. Als Konsumenten ist es sehr gut, dass man so viel Bioprodukte auf der Welt hat. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass die Konsumenten auf den Hof selber kommen können und das direkt vom Bauern beziehen und eben erleben,
welchen Wert, welchen Einsatz da ist, um einen einzigen Laib Brot zu produzieren oder eine Gurke. Und als Konsumenten ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, welchen Wert das Essen, das produziert wird, hat. Das muss in beide Richtungen gehen, also eine Diversität. Ich habe noch eine Frage, die ich an Adrian stellen möchte. Gibt es ein Beispiel, wo die Landschaftsperspektive realisiert wurde? In der Schweiz zum Beispiel, Sempacher See, da ist es klar, ja, da werden die ganzen Düngungsstoffe dem See entgegengeschwemmt. Und man kann das so angehen. Ja, man muss eben die ganze Wasserversorgung ist dafür dabei, und da muss man eben die ganze Wasserversorgung richtig verwalten. In Großbritannien die Biodiversität und die ganzen Landwirtschaftssysteme und da hat man das in verschiedene Zonen aufgeteilt, die überschaubar sind. Es gibt noch ein Beispiel. In Indien, in einem kleinen Staat, da haben sie eben die ganze Landwirtschaft auf biologisch umgestellt, und das kann man dann regional eben verwirklichen, aus dem regionalen Willen, und das dort umsetzen. Also global, lokal denken, global handeln.